Hallo und herzlich willkommen auf Gerader.de. Wir schauen uns nun die nächste Aufgabe an zu den Geraden. Nämlich, da haben wir eine Kerze, die 15 cm hoch ist, wenn man sie anzündet, und die dann, wenn wir jede Stunde, die sie weiter brennt, um 2 cm abgebrannt wird. Und die Frage ist dann, wie sieht diese Funktion aus, die Höhenfunktion der Kerze. Ja? Das heißt, ich brauche eine Funktion, wo ich sehen kann, ja, wie weit ist denn die Kerze nach 3 Stunden, nach 4 Stunden, nach 5 Stunden. Ja, und da das ja immer 2 cm abgebrannt werden, ist immer genau die gleiche Menge abgebrannt wird, können wir uns vorstellen, das wird eine Gerade sein. Okay, dann können wir herausfinden, wie könnte diese Gerade aussehen. Bevor wir dann die Gleichung bestimmen, ist es sicherlich hilfreich, wenn wir uns das mal aufzeichnen. Nun, bevor wir das machen, muss man sich erstmal klar machen, was steht hier an den Achsen. Nun, wir haben jetzt mal geschaut, die Höhe, es wäre logisch, wenn wir die als Y-Wert eintragen. Das heißt, wir schreiben die Höhe Y in Zentimeter und hier in der Skala immer 2, 4, 6, 8, 10 bis wir 15 haben. Und den X-Wert, das wäre logisch, wenn wir da Zeit eintragen, in der die Kerze abbrennt. Das wäre in dem Fall die Zeit in Stunden, hier eine Stunde, zwei Stunden und so weiter. So können wir dann rausfinden am Ende, wie die Gerade aussieht. Nun, der Ausgangspunkt, am Anfang ist die Kerze 15 cm hoch, wenn man sie anzündet, also zum Zeitpunkt 0. Das heißt, wir können die Kerze folgendermaßen zeichnen. Zum Zeitpunkt 0 haben wir hier eine Kerze und die hat gerade, wo der Docht anfängt, die Höhe 15 cm. Das heißt, wir haben gerade hier den Punkt der Kerzenhöhe. Nun, wie sieht es eine Stunde später aus? Nun, da hat die Kerze 2 cm an Höhe verloren. Das heißt, sie ist noch 13 cm hoch. Das heißt, nach einer Stunde können wir zeichnen, die Kerze sieht folgendermaßen aus, geht hier hoch, war bis zu 13, hier haben wir die 13, und hat dann die Flamme oben drüber. Also so. Und jetzt möchten wir die Gerade herausfinden, die durch diese Punkte bestimmt ist. Das heißt, wir suchen uns mal jetzt den ersten Punkt aus, der ist dieser hier, Punkt P. Nun, wir wissen an Zeitpunkt 0, das heißt, wir haben x-Wert 0. Und wie hoch ist die Kerze zu diesem Zeitpunkt? Gerade 15 cm. Also dieser Punkt hier, den ich hier rot angekreuzt habe, ist 0, 15. Nächstes, schauen wir uns an, nach einer Stunde haben wir ja gesehen, dass es noch 13 cm hoch. Das heißt, x-Wert ist eine Stunde. Das heißt, ich nehme den Punkt Q, x1 und y ist gerade die Höhe, dann dementsprechend 13. Nun, jetzt habe ich zwei Punkte und wir können ja aus zwei Punkten ohne weiteres eine Geradengleichung bestimmen. Wir wissen ja, die Gerade haben über die Form y gleich m mal x plus b. Nun, b ist hier ganz einfach, das heißt, der y-Achsenabschnitt, wann berührt die Funktion die y-Achse? Ja, das sehen wir hier schon bei 15. Da ist nämlich gerade der Anfang und da wird gerade die y-Achse berührt. Das heißt, wir wissen schon mal b gleich 15. Können wir direkt ablesen. Jetzt fehlt also nur m. M ist gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1. Das heißt, ich nehme wieder die beiden Punkte. Xy, hier auch xy. Nun y2 minus y1, 13 minus 15. Durch x2 minus x1, durch also 1 minus 0, was steht da? 13 minus 15 ist gerade minus 2. Und 1 minus 0, das ist 1. Also minus 2 Eitel gleich minus 2. Das heißt, die Steigung dieser Funktion ist minus 2. Das wäre auch logisch, weil wir pro Abschnitt, den wir nach rechts gehen, die Kerze ja gerade 2 cm abbrennt. Das heißt, sie brennt gerade 2 cm pro Stunde ab. Das heißt, wir haben die allgemeine Gleichung, y gleich m mal x plus b minus 2 mal x plus b ist plus 15 und schon haben wir die Gleichung, die wir sehen wollen. Nun, jetzt kann man natürlich dann auch diese Gerade nochmal zeichnen, um das mal anschauen, wie das sich verhält. Wenn wir die beiden Punkte nehmen und anhand dessen die Gerade zeichnen, können wir dann auch erkennen, die Kerze brennt immer weiter ab,
immer mit 2 cm mehr, dann haben wir gedacht, nach 2 Stunden hätten wir dann 11 cm Höhe und so weiter. Wir können auch hier ablesen, wenn wir es gut gezeichnet haben, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja zwischen 7 und 8 bis 7,5 Stunden hätte die Kerze dann gerade einen Wert von 0 erreicht, das heißt, sie wäre komplett abgebrannt. Nun, was ist es eigentlich hier für ein Diagramm? Wir haben hier oben Zentimeter eingetragen, hier Stunden. Das heißt, die Kerze brennt letztendlich in Zentimeter pro Stunde ab. Das heißt, in der Geschwindigkeit, ja, wenn wir sehen, den Weg, den die Kerze hier zurücklegt, ist 2 cm, das wird 2 cm kürzer. Und das innerhalb von einer Stunde. Das heißt, wir haben hier, wir können hier sagen, minus 2 cm pro Stunde. Das heißt, diese Steigung, die wir haben, ist gerade die Geschwindigkeit, mit der die Kerze abbrennt. Dankeschön.